Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir wieder ein paar Kisten aus der Garnison öffnen. Und zwar die Raid-Quest-Kisten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und dazu habe ich jetzt wieder mit dem einen oder anderen Char den Kaiser im High Mall umgeklatscht. Und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir erstmal rein, was wir noch brauchen. Aktuell brauche ich nur noch formidable Items, und zwar 1, 2, 3, 4 Slots. Das sind halt die 4 Off-Slots, die man nicht über die Quantum-Items kriegt. Und ja, es gibt da ja verschiedene Varianten von den Items, die... Ich weiß gerade gar nicht, wie die anderen heißen, wir werden sicher wieder einen Haufen falsche rauskriegen, also können wir es uns gleich angucken. Und aktuell brauche ich, wie gesagt, nur noch formidable. Jetzt ist es so, dass ich hier schon ein bisschen durchgeguckt habe. Ich brauche noch alle Rüstungsklassen, ne? Also Platte, Stoff, Kette und Leder. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Kisten rein. 30 Stück will ich insgesamt aufmachen. Und jo, drückt mir die Daumen. Okay, ich habe nämlich eine Theorie, die jetzt noch nicht ganz bestätigt wurde. Und zwar, es gibt wie gesagt zweierlei verschiedene Items. Einmal formidable und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das andere hieß, aber das werden wir halt gleich rausfinden. Und meine Theorie ist, dass man quasi, wenn man Blackrock Foundry gelaufen ist mit einem Char, also da eine gewisse Anzahl an Bossen down hat, dass man die Formidablen kriegt, also die mit einem höheren Item-Level. Und wenn man Blackrock Foundry nicht gelaufen hat oder nur High Mall, dass man den niedrigeren kriegt. So war es nämlich bei dem Missionstisch. Da hat man, je nachdem, wie viele Bosse man gekillt hatte, irgendwann die Items halt aus den höheren Raids bekommen. Und ich vermute, dass das hier auch so ist. Weil die formidablen Items kriege ich sehr, sehr selten mit meinen ganzen Chars, weil die meisten Chars waren nie in diesen Raids drin. Der Main war da aber drin und der hat jetzt hier ein formidables bekommen. Jetzt werden wir das bei den anderen Chars mal testen. Und dann werde ich mal nachgucken, wenn ich ein Formidables kriege, ob der Char in Blackrock Foundry war. Weil das macht ja keinen Sinn, wenn ich nur Formidable brauche, die Chars das ganze Zeug farmen und dann am Ende rausstelle, dass ich es gar nicht kriegen kann. Ne? Also da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. So, dann haben wir hier den nächsten Char. Dann schauen wir hier drin. Grandiose Armschienen. Okay, das ist jetzt ein grandioses Item. Jetzt müsste ich mal kurz nachschauen, ob ich mit dem Char... Weiß ich jetzt nicht, das ist halt auf dem Second Account, ob ich mit dem schon jemals in Blackrock Foundry war. Wie schaue ich das am schnellsten nach? Wahrscheinlich am besten über die Armory. Da konnte man, meine ich, diese ganzen Schlachtzüge gucken. Also, ich habe jetzt hier meinen Charmer eingegeben. Das müsste der richtige sein. Das ist der Tela mit zweimal Hütchen auf Antonidas. Und hier unten kann man gucken, welche Instanz der war. Und jetzt schauen wir mal. Ich muss relativ weit runter, Warlords of Draenor. Gut, der hat Schwarzfelsgießerei nie gecleared. Ich weiß halt nicht, also ne, wenn meine Theorie stimmt, das kann natürlich auch totaler Schwachsinn sein, das ist einfach komplett random, dann kann es natürlich davon abhängig sein, ob der Char den Raid gecleared hat oder eine gewisse Anzahl an Bossen gekillt hat. Das meiste, was der gemacht hat, ist 6 im Normal gekillt. Weiß ich jetzt nicht. Aber das müsste ich mal beobachten. Eventuell hat es damit was zu tun. Ich habe nämlich auf WoW Head auch gelesen gehabt, dass anscheinend es davon abhängig sein soll. Also das hat jetzt Item Level 44 und ich meine aber das andere, was ich jetzt mit dem rausgezogen hat, ist auch 44. Das Problem ist, das kannst du jetzt nicht mehr wirklich hernehmen, weil Blizzard ja die Item Level Sachen zusammengesquished hat und teilweise sind dann ja, Item Level, die früher eine Range waren, quasi jetzt gleich. Oder wenn ich jetzt auch reingucke und mir anschaue, was der Unterschied zwischen den beiden Raids ist, also Warlords of Draenor. Jetzt schaue ich mal zum Beispiel Normal hier rein. Warum kriegst du denn hier 130? Und aus dem Sack kriege ich nur 44 raus. Das macht ja aber auch keinen Sinn. Ja gut, so viel dazu. Und wenn ich jetzt den zweiten Raid gucke, auch im Normal, auch 130. Seht ihr? Und früher war das, glaube ich, ein höheres Item-Level. Okay, und was ist LFR? LFR ist 128. War, glaube ich, ein Tier, aber die waren von den Item-Level ein bisschen versetzt, meine ich. Die sind jetzt komplett gleich vom Item-Level. Schauen wir mal, was hat das hier? Das hat ein bisschen höheren tatsächlich. Okay, interessant. Aber die sind gleich vom Item-Level. Ob es jetzt formidable ist, ne? Oder das andere. Naja, gut. Ich werde dem weiter auf den Grund gehen. So, dann nächster Charm. Machen wir das mal auf. Ein Umhang, aber der ist auch grandios. Und das ist jetzt ein Magier wahrscheinlich...
war ich mit dem nie in der Instanz. Jetzt gucke ich auch das mal kurz nach. Das ist jetzt der Mago auf Antonidas. Der Mago. Haben wir den? Welcher ist denn? Das wird mein Char sein. Und dann gucken wir auch den mal kurz nach. Das ist jetzt, bedingt jetzt ein bisschen Zeit, die Recherche hier durchzuführen. Aber vielleicht kann ich dann Mehrwert für mich rausziehen. Also er hat hier quasi auch keine Schwierigkeitsstufe geklärt, ne? Und hat einen quasi ein grandioses Item rausgekriegt. Übrigens, wenn ich es umwandle, sind die Dinger trotzdem 130er Item-Level, ne? Also das mit dem Item-Level ist gewiss alles ein bisschen komisch. Vorher habe ich mit dem Main das eine Item noch umgewandelt. Das ist das hier und das ist nur Item Level 40. Aber das war auch ein formidables. Also vielleicht hat Blizzard auch vergessen, die Formidablen dann im Item Level hochzusetzen. Also keine Ahnung, irgendwas ist da komisch. Aber bis jetzt spricht zumindest nichts gegen meine Theorie, ne? So viel schon mal dazu. So, dann sind wir auf dem nächsten Char. Der hat auch den Raid nicht geklärt. Mal gucken, was kriegen wir? Auch ein grandioses Teil. Also bis jetzt ist meine Theorie noch, hält noch Stand. So, meine Theorie teste ich jetzt weiter. Und zwar bin ich jetzt hier mit dem nächsten Char am Start, mit dem Hexer. Und ich kann es euch mal reinziehen. Der Hexer, der hat in Highmall, hat der LFR einmal die Bosse gekillt. Und hier in Blackrock Foundry auch. Heißt, wenn es davon abhängig wäre, einfach nur in quasi in jeglicher Schwierigkeitsstufe das zu machen, dann müsste er jetzt eigentlich ein formidables Item rauskriegen. Aber jetzt schauen wir mal. Achso, ich habe jetzt versehentlich was angenommen. Und was kriegen wir jetzt mit dem raus? Nee, der hat ein grandioses Item. Das kann jetzt zwei Sachen bedeuten. Erstens, meine Theorie ist kompletter Käse und es ist einfach random und die Grandiosen kommen halt öfter raus als die Formidablen. Oder du musst es in einer höheren Schwierigkeitsgrad machen. Also dass LFR nicht ausreicht. Das könnte natürlich auch sein. Da müsste ich mir einen harten Char suchen, der eine höhere Schwierigkeitsstufe gemacht hat. Na okay, aber schon mal zu langsam haben wir ein paar Kenntnisse. So, nächster Char. Bei dem sieht es genauso aus wie beim Hexer. Der hat auch nur LFR-Kills. Also, jetzt schauen wir mal, ob hier ein Formidables rauskommt. Nee, auch eine grandiose Waffe. Interesting. Okay. Gut, dann haben wir hier noch einen Hexenmeister. Achso, den habe ich jetzt vergessen nachzugucken. Aber ich meine, mit dem dürfte ich da nicht drin gewesen sein. Malerus ist das. Der ist auch auf Antonidas. Und jetzt schauen wir mal, was der Char so gemacht hat. Aber ich denke mal, mit der wird gar nichts gemacht haben. Blackrock Foundry hat da einen Boss gekillt. Schwarzfest. Ich glaube, vor ein paar Tagen habe ich da, oder vor einer Woche oder so, habe ich mal Schwarzfest umgehauen, auch für diese Kiste. Schauen wir mal rein. Auch grandios. Okay. Gut, gut, gut. Dann haben wir hier den nächsten Char. Und mit dem habe ich auch keinerlei Bosse da groß gekillt. Heißt, der dürfte eigentlich jetzt auch kein Formidables rauskriegen. Nee, hat auch eine grandiose Waffe. Okay, interessant. So, dann haben wir als nächstes hier den Priester. Und so wie ich geguckt habe, hat der tatsächlich auch keine Bosse im Blackrock Foundry gekillt. Und der hat auch ein grandioses drin. Okay. So, dann haben wir hier einen Monk. Und der Monk, der hat 10 Bosse im Normal gemacht. Mal gucken, was jetzt der rauskriegt. Der hat auch ein grandioses. Okay, das wird aber jetzt eher dagegen sprechen, ne? Wenn ich jetzt hier nichts Formidables rauskriege. Kann natürlich auch sein, du musst HC machen, aber so langsam bröckelt meine Theorie, ich sag's euch. Dann haben wir hier den Worry und mit dem habe ich auch gar keine Kills. Der hat auch ein grandioses drin, okay. Okay, der Evoker, mit dem habe ich auch keine Bosse gekillt. Schauen wir mal, was der drin hat. Auch ein grandioses Item. Mann, den Gürtel würde ich echt gut auf Formidable brauchen, ne? So, jetzt kommt der ultimative Test hier auf dem Krieger. Das ist nämlich einer von meinen Speedchars. Mit dem bin ich die Instanz hoch und runter gelaufen, um Timok zu farmen. Und dementsprechend müsste da eigentlich ein formidables Item drin sein. Und? Nein, er hat einen grandiosen Ring. Okay, es scheint einfach komplett random zu sein, so wie es aussieht. Und die formidablen Items haben halt einfach eine beschissene Dropchance. Weil ich kann es euch jetzt mal kurz zeigen. Also das ist mein Worry, ne? Und der hat in allen Schwierigkeitsgraden 3 Kills aufwärts. Komplett das gelaufen, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Dem bin ich eh die ganzen Raids gelaufen für die fürs T-Mog, ne? Ah, hat sogar einiges. Gut, dann können wir das schon mal wegklicken und weiterschauen. So, dann haben wir hier noch einen Demon Hunter. Schauen wir mal.
Und der hat auch ein grandioses Item, das brauche ich nicht. Beauty, dann haben wir hier noch einen Priester. Der hat ein formidables Item, und zwar Hosen. Die brauche ich leider nicht, ne? Aber zumindest mal noch ein formidables. So, jetzt gucke ich mal bei dem kurz nach. Das wäre jetzt eigentlich ein guter Gegenbeweis, wenn der quasi keine Raid-Kills hat. Illunori habe ich den genannt. Den Namen gibt es auch tatsächlich nur ein einziges Mal EU-weit, sehe ich gerade. Und bei dem können wir jetzt mal kurz reinschauen. Also bei dem war ich, glaube ich, nicht großartig unterwegs. Und nee, also das tut auf jeden Fall meine Theorie widerlegen. Der hat halt dreimal den Kaiser gekillt, ne, für die Säcke. Und einmal Schwarzfass auch für den Sack. Also das scheint komplett random zu sein. So wie das jetzt aber aussieht, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt schon in der Aufnahme aufgemacht habe, aber es waren jetzt auf jeden Fall über 10 und davon, 15, 16 oder so schon, davon hatten wir jetzt lediglich 2 Formidable, also die sind schon relativ selten, würde ich mal sagen. Ja, mal gut, mal gucken. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, denke ich mal, bis wir da die restlichen Sachen haben, so. So, nächster Chart ist mal einen Magier. Und der hat einen grandiosen Half-Reif, den brauche ich nicht. Dann haben wir hier noch einen Krieger. Grandiose Robe, die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir jetzt noch einen Druid. Hat grandiose Treter, die benötigen wir auch nicht. Die hatte ich sogar da oben schon, seht ihr? Wieder das gleiche Item gekriegt. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Hunter. Und der hat drin grandiose Armschienen, die brauche ich auch nicht. Beauty, als nächstes haben wir jetzt hier einen Charmy. Jetzt gucken wir mal, jetzt drückt mir mal ganz kräftig die Daumen, dass ein formidables Item drin ist. Am besten Schuhe, Handgelenke, Gürtel oder der Umhang. Und wir haben eine Hose. Belastend. Dann haben wir noch einen DK. Nochmal eine grandiose Hose. Und dann haben wir hier noch einen Paladin. Ah, come on. Habe ich jetzt dreimal dieselbe Hose gekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Beauty, als nächstes haben wir dann einen Evoker. Gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Einen grandiosen Ring. Den brauche ich nicht. Dann haben wir noch einen Paladin. Grandiose Kapuze. Das brauchen wir auch nicht. Zudala, als nächstes haben wir dann einen Demon Hunter. Und was hat der Schickes drin? Grandiose Stulpen. Die habe ich auch schon fertig. Dann haben wir noch einen Druid. Und der hat grandiose Treter drin. Die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier noch einen Magier. Jetzt gucken wir mal, was hat der Schickes drin? Einen grandiosen Kopf. Schade. Als nächstes haben wir dann noch einen Priester. Jetzt schauen wir mal. Ein grandioser Hals. Schade. Als nächstes haben wir noch einen Schurken. Und was hat der Schäns drin? Grandiose Treter, die brauchen wir auch nicht. Sehr, sehr schade. So, dann müssten wir jetzt zur letzten Kiste kommen. Nummer 30. Und jetzt drückt mir nochmal die Daumen. Ach, grandiose Waffe. So, das war leider eine ziemliche Nullnummer. 30 Mal nichts Gescheites drin gehabt. Aber ja, ihr seht, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis ich die letzten paar Items habe. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne beim nächsten Opening rein. Euer Tela, bis dahin, ciao.